Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Völlegefühl. Einfach nie mehr Völlegefühl haben, Spannung im Bauch, Blähungen. Du kennst es bestimmt, wenn du zu viel gegessen hast oder zu fettig gegessen hast. Du warst vielleicht eingeladen bei Freunden und hast einfach nochmal Nachschub genommen und bist jetzt einfach total voll und der Magen drückt. Dann habe ich einen super Tipp. Es gibt ja ganz tolle Kräuter, die einfach ganz schnell Abhilfe verschaffen und die meisten kippen das in flüssiger Form einfach in sich rein. Ein Kräuterschnaps, ein Verdauer und naja, Alkohol ist ja bekanntlich nicht so besonders gesund. Aber Kräuter sind natürlich der Hit. Die entspannen, entkrampfen und es gibt auch Untersuchungen, da hat man eben festgestellt, dass es bestimmte Kräuter gibt, die besonders krampflösend sind und dich dabei unterstützen, das Völlegefühl wieder loszuwerden, die Blähungen und einfach den Druck und die Krämpfe im Magen und Darm wieder loszuwerden. Da gibt es eine tolle ätherische Ölmischung, die heißt Daichais und da sind ganz viele tolle Kräuter mit drin. Da ist nämlich drin Estragon, Ingwer, Pfefferminze, Wacholder, Fenchel, Zitronengras, Anis und Patchouli. Und du kannst dir einfach da nach dem Essen einen Tropfen von der Mischung nehmen, aktivierst das Rechtsdrehend in deinen Händen und verreibst dir das dann großflächig, am besten auch im Uhrzeigersinn, in Magen- und Darmgegend. Und es beruhigt und entspannt total den Magen. Es ist auch total toll, wenn du es dir auf die Fußsohlen zum Beispiel machst, das hat den gleichen Effekt, oder wenn du es inhalierst. Das riecht total toll und beruhigt. Es gibt ja oft auch Themen, die man mit nach Hause nimmt und da hilft dir das Öl einfach im Diffuser, die Probleme loszulassen. Es gibt ja auch den Spruch, das schlägt mir auf den Magen. Und das Öl unterstützt dich einfach dabei, Themen loszulassen, Sorgen loszulassen, Sachen, die einem auf den Magen schlagen, einfach loszulassen und runterzukommen. Und ja, ätherische Öle gehen ja extrem schnell ins Blut und wirken im ganzen Körper. Und wenn du dir das jetzt auf die Fußsohlen oder auf den Magen aufträgst, dann kann es sogar sein, dass du das Gefühl hast, du schmeckst es im Mund. Und es wirkt dann ganz schnell auch entkrampfend und beruhigend und bring dich wieder runter. Probier es mal aus, also ich finde es total toll. Es hat eine tolle Wirkung, es riecht super und es entkrampft. Es ist ja auch Fenchel mit drin. Fenchel ist ja bekannt dafür, dass es stark krampflösend ist. Ich gehe total gern Indisch essen und beim Inder ist es ja so, dass man nach dem Essen oft Fenchelsamen bekommt und es wirkt eben auch stark für die Verdauung und dass man eben nicht so ein Völlegefühl nach dem Essen hat. Und ätherische Öle sind einfach nochmal viel konzentrierter, viel stärker in ihrer Wirkung als Früchte oder Samen. Und deswegen habe ich hier ein Fenchel Plus Öl, was man eben auch essen oder trinken kann. Und ich unterstütze dann meinen Magen nochmal, wenn es schnell gehen soll, indem ich mir hier so eine Getreidemilch mache, eine Mandelmilch, was auch immer dir schmeckt. Und mache dann hier so einen Tropfen von dem ätherischen Fenchelöl rein. Boah, es riecht auch schon wahnsinnig intensiv. Und dann trinke ich das einfach nach dem Essen. Schmeckt super lecker und ist auf jeden Fall tausendmal gesünder als ein Schnaps. Und hilft deinem Magen wieder ganz schnell zu entspannen und zu entkrampfen. Weil es ist ja einfach total unangenehm, wenn man so einen Druck hat und so Krämpfe im Magen. Und das will, glaube ich, keiner. Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Also nutze es einfach. Die zwei Öle sind total toll. Daichais, Fenchel. Ich schreibe dir unten drunter, wo du die bestellen kannst. Fenchelöl muss eben als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen sein, dass man es eben auch einnehmen darf. Das ist ganz wichtig, also nicht einfach irgendein x-beliebiges Fenchelöl nehmen. Und wenn du es mal riechen möchtest, schicke ich dir gerne eine duftende Post. Ja, und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann. Ciao.